Clematis sind ganz tolle Rosenbegleiter und die möchte ich Ihnen heute zeigen. Ganz herzlich willkommen heute Morgen bei uns hier im Landhaus Ettenbühl. Traumhafter, sonniger Sonntagmorgen, hoffentlich auch bei Ihnen. Und wir machen heute hier bei uns in der Gärtnerei einen kleinen Rundgang durch die Clematis, auch durch die Clematis-Familien, Clematis-Hybriden, Clematis-Alpina, Clematis-Montana, Viticella und was es da so alles gibt, um Ihnen einen schönen Überblick zu geben, welche Clematis für Ihre Rosen in Ihrem Garten am besten geeignet sind oder auch auf Ihrem Balkon, weil viele der Clematis auch toll in Töpfen funktionieren. Okay, dann fangen wir hier mit den Clematis-Hybriden an. Die Hybriden, die zeichnen sich im Prinzip dadurch aus. Erstens das Allerwichtigste, sie blühen den ganzen Sommer durch, haben in der Regel große Blüten und sind toll kombinierbar mit Kletterrosen. Grundsätzlich sollten Sie immer darauf achten, dass wenn Sie gleichzeitig eine junge Kletterrose setzen und eine Clematis, den Wettlauf, sagen wir mal, den gewinnt immer die Clematis. Also da müssen Sie ein bisschen aufpassen, dass Sie der Rose immer noch Raum geben, weil die Clematis natürlich viel, viel schneller wächst und manchmal Überhand nimmt und dann der jungen Rose so ein bisschen die Luft nimmt und den Platz. Also darauf achten. Aber eben diese Clematis-Hybriden sind eben toll kombinierbar. Es gibt sie in allen Farben. Hier zum Beispiel in einem dunklen Purpur, diese wunderschöne Warschau-Nike ist ganz, ganz super. Mit den hellen oder mit den schönen gelben Staubgefäßen ist eine schöne. Aber es gibt sie auch zum Beispiel in einem ganz, ganz schönen Blau. Diese Clematis-Hybride Semu zum Beispiel. Dann eben auch super kombinierbar. Sie können natürlich immer quasi in Kontraste gehen. Blau zu Weiß oder Purpur zu Weiß. Das ist dann also weißer Rose. Das ist dann aber vielleicht ein bisschen hart. Häufig ist es eben auch eben zum Beispiel so ein Blau sehr schön zu einem Rosé, zu einem zarten oder eben so ein dunkles Purpur auch ganz toll. Zu einer purpurnen Rose, dass man das so uni hat oder eben dann auch zu einer zart rosanen Rose, damit es dann eben schön in diesen Harmonien bleibt. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel dieses wunderschöne Königskind, Purpur-Königskind, eben in diesem Rosa mit der dunkleren Mitte und diesem schönen, dann nach außen zum heller verlaufenden streifenden Blütenblatt natürlich auch sehr attraktiv und kann eben auch toll mit rosa Rosen oder eben auch mit ganz, ganz zart pastellfarbenen Rosen kombiniert werden. Also das ist auch sehr schön. Dann, was haben wir denn hier? Eine ganz zarte Farbe, nämlich die Pink Fantasy. Auch ganz spannend und das finde ich eben bei den Clematis häufig sehr, sehr schön, diese Zweifarbigkeit im Blütenblatt auch. Und das ist einfach dann auch nochmal etwas zarter. Oder eben hier auch diese Clematis-Hybride Omoshiro. Sie haben, wie gesagt, immer hinten auch dann auf dem Etikett genau, wie lange die blühen, wie hoch die werden. Die jetzt zum Beispiel kann 1,80 bis 2,80 hoch werden. Also die können wirklich eine richtige gute Höhe auch erreichen, die Clematis. Aber wenn es ihnen oben zu viel wird, sie können sie auch gut in Zaum halten. Wie gesagt, bei den Hybriden ist einfach nur wichtig, wenn dann hier diese, im Moment haben wir die Knospen, wenn die dann zu Blüten geworden sind und die Blüten dann verblüht sind, immer einfach auch abknipsen gehen, wie bei den öfter blühenden Rosen, dass man das Verblühte wegnimmt, damit sie eben immer wieder durch den Sommer durch nachblühen und dann kann das wirklich bis in den September, August, September hineingehen. Und eben diese Omoshiro auch sehr, sehr schön mit einem ganz dezenten, aber akzentuierten Rosa, wirklich klasse, sieht toll auch zu weißen Rosen aus oder eben zu zart rosa Rosen oder aber auch zu dunkleren. Also das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, was Ihnen da am besten gefällt. Und bei uns im Online-Shop haben Sie natürlich auch die ganzen Sorten, wenn Sie dann gucken wollen, schön beschrieben, auch nochmal mit den Eigenschaften. Hier nochmal eine ganz eher dunkle, starke Farbe, diese Nubia, die finde ich auch immer, gerade auch zu dunkelroten Rosen an der Wand oder an einem Spalier, wirklich ganz klasse, macht eine ganz schöne Fernwirkung auch. So, hier muss ich immer wieder unsere Tropfbewässerung einstecken, damit die nicht austrocknen. Clematis haben
Waldrebe, klar, ist eine Waldpflanze, die haben immer ganz gerne einen feuchten Fuß, die möchten nicht austrocknen, außer einer Pflanzensorte, die ich Ihnen gleich noch dann vorstellen werde, die Alpinas, die haben nicht so gerne so nasse Füße, aber die Hybriden, die haben schon ganz gerne so dieses Waldklima, also einen schönen feuchten Fuß, da sage ich aber nachher dann auch noch was dazu. Was haben wir hier? Nelly Moser, total wichtig. Die war übrigens letztes Jahr schon mal im Klematis-Video. Wir verlinken Ihnen das auch nochmal. In dem Klematis-Video vom letzten Jahr habe ich dann auch nochmal die Pflanzanleitung drin, wie man die Klematis pflanzt, weil das zeige ich jetzt heute nicht nochmal alles. Das können Sie ja nochmal über das Video vom letzten Jahr nachschauen. Und da hatte ich nämlich die Nelly Moser gepflanzt und die ist halt wirklich total spektakulär, auch mit einer tollen Fernwirkung, mit diesem weiß-rosa gestreiften Blütenblatt und sehr, sehr auffälligen Staubgefäßen. Also auch so eine, die in die frühblühende und sehr großblühende Gruppe gehört und wirklich ein absoluter Hingucker ist. Nelly Moser. Okay, dann versorgen wir die hier wieder. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch eine richtig schöne gefüllte zeigen. Ja, ha, da steht sie schon, wie abgesprochen. Multi Blue heißt die. Da sehen Sie jetzt halt, das sind nicht so diese einzelnen Blütenblätter, sondern wirklich eine richtige, starke, gefüllte Blüte. Gibt es also bei den Klematis auch und hier in einem wirklich satten Blau. Und diese Multi-Blue ist halt auch eben geradezu stark rosa-roten Rosen als Kontrast wirklich ganz toll. Und vielleicht dann noch in der Nähe mit irgendwelchen anderen blauen Stauden in Kombination Rittersporn oder sonst was. Wirklich richtig klasse. Die wird auch hoch, also die kann auch 2 Meter bis 2,50 Meter werden. Und zum Schnitt sage ich dann nachher noch was. Aber eben da auch ganz wichtig, die verblühten Blüten dann immer wieder ausschneiden, auszupfen, damit es da weitergeht. Und dann, ha, ja, die ist natürlich ganz wichtig. Madame Le Coutre, das ist wirklich so ein Klassiker bei den Klematis-Hybriden mit einer wunderschönen, rein weißen Blüte und diesen gelben Staubgefäßen und sehr, sehr ausdauernd blühen. Also wenn Sie eine weiße Klematis-Hybride haben möchten, die lang blüht und auch wirklich gut widerstandsfähig ist, gesund ist, dann ist diese Madame Le Coutre wirklich super und ist also eine von unseren absoluten Lieblingen, die wir auch im Garten hier immer wieder kultivieren. Okay, dann was haben wir noch? Fonten Memories, die hatte ich Ihnen im letzten Video ganz am Schluss schon mal angekündigt, ist eine Sorte, die extrem lang blüht und eben auch eine ganz tolle Blüte hat mit diesem lila, purpur, in die Mitte hingehend weißen Blütenblatt und an diesen sehr, sehr dunklen Staubgefäßen, ist wirklich spektakulär zu Rosen. Und die wird auch 2 Meter bis 3,50 Meter, wie gesagt, wenn es Ihnen nach oben zu viel wird, einfach kappen. Und die blüht wirklich von Juni bis Oktober gnadenlos durch. Also das ist wirklich ein solcher Dauerblüher mit wirklich sehr schönen Blüten auch. Und kann auch toll im Topf gekultiviert werden, auf der Terrasse, auf dem Balkon, wenn es Ihnen nicht zu viel wird, in einem schönen, tiefen, im Schatten stehenden Kübel. Also sie sollte Sonne kriegen, aber dass der Kübel nicht von der Sonne total aufgeheizt wird. Und dann ist es also wirklich eine der längst blühenden Hybriden, die Sie haben können, diese Fond Memories. Und auch eben mit einer sehr interessanten Farbe. Okay, dann schließen wir die auch wieder an. Ja, und die Fond Memories ist im Prinzip ein gebührender Abschluss für die Hybriden-Familie. Von daher ist das die letzte Hybride, die ich jetzt heute vorstelle. Und dann gehen wir mal rüber zu den Klematis Montana. Und da bei den Montanas und bei den Alpinas, da blüht es nämlich schon ein bisschen. Die sind sehr, sehr früh blühend und das ist natürlich besonders schön. Kommen Sie mal mit. Die Klematis Alpina Sorten sind ganz besonders winterhart, sehr, sehr robust und die haben es eben auch nicht ganz so gerne so arg feucht.
Von daher da einfach gucken, dass es eben eher so ein bisschen ein durchlässigerer Boden ist und keine Staunässe an den Stellen ist, wo sie die Alpinas haben. Die wachsen sehr, sehr gerne horizontal, also die kann man toll an Zäunen oder so entlang ziehen. Das machen die sehr, sehr gerne. Und Sie sehen, die blühen natürlich früh. Die Alpinas sind im Prinzip die ersten, die wunderschön mit ihren Glöckchenblüten uns hier verwöhnen im Frühling und manchmal dann auch tatsächlich nochmal eine Nachblüte später im Jahr machen. Und hier haben wir zum Beispiel die Clematis alpina Willy, sehr, sehr hübsche, eben mit diesen schönen kleinen rosa Glöckchen. Und die gibt es natürlich auch in anderen Farben, zum Beispiel hier die White Lady alpina, Clematis alpina White Lady, mit diesen hübschen weißen Glöckchen. Und ich finde halt auch immer, es müssen nicht immer diese großen Blüten sein zu den Rosen. Diese kleinen Glöckchen sind natürlich auch sehr, sehr schön, vor allem wenn sie so ein bisschen eine naturnahe, informelle Bepflanzung haben. Könnten sie natürlich auch wegen der Fähigkeit, dass sie so schön in die Horizontale gehen, schön in eine Rosenhecke auch noch mit reingehen lassen. Und eben diese White Lady mit ihren kleinen Glöckchen ist natürlich auch besonders hübsch und eben dann eben ein schöner Weiß. Hingucker. Und dann gibt sie aber auch noch hier die Alpina in einem schönen, zarten, so einem Altrosé, nämlich hat so einen ganz leichten Gelbstich auch, Rosie O'Grady, und ist eben auch eine dieser Alpinas, die sehr, sehr unaufdringlich und ganz romantisch sich wunderschön einfügen und dann einfach mit diesen hübschen Glöckchen jetzt früh im Frühling schon verzaubern. Die nächste Familie, die für Sie wichtig ist, vor allem wenn Sie große Strukturen mit einer Clematis überwachsen lassen wollen, wenn Sie einen riesen eine Pergola haben, wenn Sie einen großen Pavillon haben, wenn Sie eine Hauswand haben, die irgendwie 8-9 Meter hoch ist, oder wenn Sie sie auch zu Ihrem einmal blühenden Rambler dazusetzen möchten, zum Beispiel in einem Apfelbaum oder in einem großen anderen Gehölz. Also wenn Sie richtig Power brauchen, dann sind Sie bei den Clematis Montana richtig. Viele von denen bringen übrigens auch wunderbaren Duft mit. Das finden Sie natürlich dann wieder in den Beschreibungen. Hier haben wir zum Beispiel die Clematis Majory. Und die wird auch, ja, ich glaube, bis zu 10 Metern hoch oder 6 Meter hoch zumindest. Also die kann wirklich richtig Zuwachs machen. Und hier haben wir die Clematis Rubens, finde ich auch wunderschön. Ich liebe die sehr. Ups. Mit ihren hübschen Blüten auch, und die kann auch 7, 8, 9 Meter hoch werden und ist da wirklich ein absoluter Hingucker, gerade jetzt dann so im Frühjahr, bevor ansonsten die Riesenblüte mit allem anderen losgeht. Und was haben wir hier noch? Eine, die nicht ganz so wüchsig ist, sind natürlich nicht alle Clematis Montana so wüchsig, dass sie da bis auf 10 Meter hoch gehen. Hier haben wir zum Beispiel die Shelly, auch sehr schön, so mit einem leichten, so gefederten Blatt mit den sehr, sehr auffallenden Staubgefäßen auch wiederum und so ein bisschen leicht gezacktes Blütenblatt. Und dann würde ich Ihnen noch gern die Van Gogh zeigen. Die ist ein bisschen weiter hinten, mal gucken. Die finde ich nämlich auch immer ganz klasse. Sie sehen hier übrigens zwischendurch, haben wir überall die Rosen auch stehen, weil wir unseren Gästen natürlich hier in der Gärtnerei immer gerne auch gleich die Kombination anbieten. Die Clematis mit dieser Rose, das passt besonders gut, kann man sich natürlich hier auch beraten lassen. Und ja, wenn es uns die Zeit erlaubt, werden wir Ihnen vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen auch so ein bisschen Pakete zusammenstellen, einfach so als Tipps, welche Rose mit welcher Clematis zusammengeht, und dann haben Sie es da vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Gut, und hier genau, das ist diese Clematis Van Gogh, und da finde ich halt auch, die Blüte hat so eine tolle Farbe, und wenn dann diese gegen das relativ dunkle Laub sich diese Blüten abheben, das ist also wirklich traumhaft schön. Apropos Laub bei den Clematis, viele haben ja so ein bisschen die Vorbehalte immer wegen der Clematis Welke. Wir machen das tatsächlich so bei unseren Clematis, die werden mit den Rosen in einem Zuge mitgespritzt. Also die kriegen genau dieselbe Behandlung wie alle Rosen, nämlich mit dem Plant Health und dem Plant Wellness. Das geht in einem Gang und wird eben dann auch immer präventiv gespritzt. Und auf diese Art und Weise bleiben die Clematis wirklich sehr, sehr gesund. Und es gibt aber auch mittlerweile wirklich komplett welkefreie Sorten, zeige ich Ihnen auch gleich noch. Ja, und dann schauen wir uns jetzt nochmal eine meiner Lieblingsfamilien bei den Clematis an, nämlich die Clematis Viticella. Die sind da drüben. Die
Ganz super zu Rosen sind natürlich auch die ganzen Viticellas, Clematis-Familie Viticella. Und die zeichnen sich durch eine unglaubliche Blühfreude aus und auch eine wahnsinnige Fülle von Blüten und blühen in der Regel von Juni bis weit in den September, vielleicht sogar in den Oktober hinein, sind wirklich super dankbare Begleiter zu kletternden Rosen oder auch eben zu Ramblern. Also sehr, sehr schön. Und die gibt es in allen möglichen spektakulären Farben auch, wie hier zum Beispiel diese White Heart, eigentlich eine blaue, aber eben mit einer gelben, gelb-weißen Mitte, mit einem weißen Herzen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Kombination farblich. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Prince Charles, den weißen Prince Charles, White Prince Charles, mit ganz zarten lila Streifen im weißen Blütenblatt, sehr, sehr auffälligen Staubgefäßen und dann in einer weißen, rein weißen Rückseite. Hätte auch ein bisschen netteren Namen verdient, so eine hübsche. Aber gut, eine Prinzessin Diana gibt es übrigens auch. Allerdings, Moment, ich muss das gerade nochmal stecken hier, sonst werden meine Mädels hier in der Gärtnerei mit mir schimpfen. So. Unter den Texenses, genau hier drüben ist sie, da gibt es übrigens auch eine Prinzessin Diana. Auch eine wirklich sehr, sehr schöne Clematis. Jetzt kurz hier aus der Reihe gesprungen. Und die blüht auch von Mai bis September, Oktober, wird so 2,50 Meter, 1,80 Meter bis 2,50 hoch. Und ich finde also auch sehr, sehr schöne Blüten. Gehen wir mal hier noch weiter gucken. Auch super schöne Farbe bei den Viticellas. Hier dieses rote, die Royal Velour. Hübsche Blüte, unheimliche Fülle. Ganz toll zu allen möglichen Rambler-Rosen, zum Beispiel zu Bishop's Rambler von mir aus oder eben auch zu helleren Kletterrosen und Ramblern. Kann bis zu 3,50 Meter hoch werden, aber kann man auch ganz gut im Zaum halten. So, und dann gehen wir mal hier rüber noch in die andere Reihe von den Viticellas, damit ich Ihnen noch ein paar zeigen kann. Also was auch noch wirklich ein richtig tolle Clematis ist in Verbindung mit Rosen, finde ich eine ganz super tolle Farbe, ist die Etoile Violette. Und auch da zeichnen sich die Staubgefäße so wunderschön ab von der Mitte und sieht immer wirklich richtig toll zu den Rosen aus und macht eine unglaubliche Fülle. Eben wie gesagt auch wie alle Viticellas sehr langblühend. Dann haben wir, Moment, hier weiter wollte ich Ihnen noch eine zeigen, nämlich die Night Veil, finde ich, ist auch was ganz Spezielles. Mit dieser tollen, mit diesen Streifen, den hellen, die Mitte, auf die Mitte zulaufen. Und dann den nach außen immer dunkler werdenden lila Blütenblatt und ist also auch wirklich ein totaler Hingucker bei den Rosen. Und dann gucke ich gerade nochmal hier, die Hanna ist natürlich nochmal ganz anders unter den Viticellas, aber da sehen Sie, dass es eben auch bei denen diese eher glöckchenartigen Blüten gibt, also auch sehr schön in diesem Blau. Und ja, Polish Spirit. Polish Spirit, auch ganz, ganz wichtig, ist eine der Klassiker Clematis zu Rosen, mit denen man wirklich toll arbeiten kann und die wir hier bei uns in den Gärten auch sehr, sehr häufig haben, Polish Spirit. Und dann möchte ich Ihnen noch einen meiner absoluten Lieblinge zeigen unter den Viticellas. Ich kann Ihnen natürlich leider nicht alle zeigen, die ich gerne habe, aber vielleicht immer mal wieder. Das ist hier diese Reverie. Die bringt halt einfach so eine schöne, lockere Leichtigkeit ins Beet. Und ist einfach so fröhlich und so blütenreich und passt wirklich zu allen Rosen. Ganz was ja Verspieltes und eben lange blühend. Von daher sehr, sehr wertvoll. Also Reverie, ganz prima. Genau. So, das sind eigentlich jetzt mal die wichtigsten, die ich Ihnen heute zeigen wollte. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass Sie der Rose immer ein bisschen Platz schaffen. Also einfach wirklich ein Auge auf die Kombination halten, wenn Sie die Rose mit der Clematis kombinieren, dass da die Clematis nicht zu mächtig wird. Dann schauen Sie sich, wie gesagt, bitte nochmal das Video vom letzten Jahr an, das Clematis-Video, das wir Ihnen eingeklinkt haben, weil da zeige ich Ihnen nochmal, wie man die Clematis auch schön pflanzt, damit sie möglichst eben die waldrebenden, feuchten und schattigen Fuß hat. Außer die Alpinas, die mögen das nicht so gerne, aber alle anderen können sie so pflanzen. Und wenn Sie sie nicht in diese Röhre pflanzen, wie wir es vorschlagen, können Sie zum Beispiel auch so ein Tipi mit Biberschwanzziegeln oder sowas reinmachen in die Erde, so bis zur Hälfte die Ziegeln rein.
reinstoßen und dann eben einfach wie so ein Tipi um den Fuß, um die Basis der Klematis schaffen, damit da einfach immer Schatten auf dem Fuß ist. Was die Klematis in der Regel nicht mag, ist, wenn es ihr die Füße so verbrutzelt, ja, und die Sonne da so drauf scheint. Und es ist immer ganz gut, wenn man eben Feuchtigkeit dort am Fuß auch halten kann. Klematis welke, wie gesagt, eigentlich kein großes Thema, wenn sie wirklich die Spritzerei durch den ganzen Garten durchhalten, wie wir es eben bei den Rosen auch machen. Wie gesagt, wir spritzen mit unserem Plant Health und Plant Wellness alles komplett mit, die Stauden, die Klematis, alles wird bei uns damit behandelt. Und übrigens, Achtung, es ist absolutes Mehltauwetter im Moment. Diese kalten Nächte und dann diese warmen Tage, ich habe jetzt auch schon wieder, es wird schon wieder richtig warm jetzt, der Zwirn ist zu dick, aber das ist wirklich Mehltauwetter. Also wenn es nachts so schön kühl ist und dann wirklich die Temperaturen noch niedrig sind und dann tagsüber die Sonne trocken drauf brennt, da geht der Mehltau ganz gerne los. Also jetzt wirklich präventiv schon spritzen mit ihren vorbeugenden Mitteln. Und zum Schneiden, da machen wir jetzt heute einfach gar nichts, weil sonst werden wir zu lang. Sie müssen ja im Moment auch noch nichts schneiden. Jetzt geht es erstmal um Pflanzen und Genießen. Und dann eben später, wenn es Richtung Herbst geht, dann werden wir dann nochmal eine ganz genaue Schnitteinleitung, auch was die Klematis betrifft, für Sie machen. Wir werden aber trotzdem schon mal zwischendurch immer mal so einzelne kleine Videos mit kurzen Schnittanleitungen oder kurzen Pflegetipps oder eben auch sowas wie jetzt, Achtung, Achtung, Mehltau-Alarm. Das werden wir jetzt immer mal als kleine Shorts, nennt sich das hier auch, auf YouTube stellen. Und wenn Sie die sehen wollen, ist es total wichtig, dass Sie den Kanal abonnieren. Ich meine, wir freuen uns natürlich eh, wenn Sie abonnieren, weil das ist natürlich so ein Stück weit auch ein Zeichen der Wertschätzung von Ihnen, was wir hier für Sie machen und an Infos immer wieder rüberbringen. Von daher ist es eh immer toll, wenn Sie unten die schwarze Glocke auf immer benachrichtigen setzen, damit Sie eben dann auch mitkriegen, wenn wir nicht nur das große Sonntagsvideo hochladen, sondern immer wieder auch kleine Tipps. Da gibt es dann auch kleine Anleitungen von John immer mal wieder so zwischendurch, 2-3 Minuten, einfach so ein schneller Tipp für Sie, ganz aktuell in dieser Woche. Und es ist natürlich schade, wenn Sie das dann verpassen. Deswegen, wenn Sie uns liken wollen, wenn Sie kommentieren wollen, müssen Sie eh angemeldet sein bei YouTube und dann können Sie unten auch diese Glocke anklingeln und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir auch sehen, dass das eben alles bei Ihnen ankommt und Sie damit was anfangen können. Ja, ansonsten für heute sind wir mit den Klematis erstmal durch. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie kommentieren wollen, wie gesagt, melden Sie sich bei YouTube an und hier unten im Kasten, die das schon die ganze Zeit auch machen, macht weiter, macht richtig Spaß, immer eure Kommentare und die ganzen Erfahrungen auch zu lesen. Und Sie sehen, es geht mit den Stauden auch langsam los. Hier gibt es schon wunderschönen Rittersporn und es kommt eine neue Lieferung jetzt dann auch Anfang der Woche gleich mit viel Lavendel und Glockenblumen und Nelken und was es alles so gibt. Und da freuen wir uns schon drauf. Und nächste Woche machen wir dann unser erstes Stauden-Special in diesem Jahr und zeigen Ihnen dann, was aktuell hier bei uns in der Gärtnerei an Stauden ganz besonders wichtig ist. Wir werden dann auch sicher nochmal in Johns Hochzeitsgarten schauen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sonntag in Ihren Gärten, auf Ihren Balkonen und Terrassen. Genießen Sie den Tag und dann bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.